Das können wir uns angucken für Führer, Volk und Vaterland. Für Führer, Volk und Vaterland, das ist eine Formel ganz klar aus der NS-Zeit. Welche konservativ-bürgerlichen Wähler wollen Sie damit? Wäre die AfD an einer Bundesregierung beteiligt? Gäbe es diese, dann würde ich mich fragen, ob jüdisches Leben in Deutschland noch möglich wäre. Ich vermute, dass Herr Schuster auch darauf schaut, was Parteimitglieder von Ihnen gesagt haben, weil es ja keine Einzelfälle sind. Sie wissen, Björn Höcke, der eine 180-Grad-Wende findet, fördert bei der Erinnerungskultur, oder Maximilian Krah, der die SS verharmlost. Mhm. Und wenn dann gesagt wird, dass Juden in Deutschland nicht mehr sicher sind, wenn die AfD an einer Regierung beteiligt ist, das kann man doch nicht einfach so zur Seite wischen. Ja, Frau Engelke, das habe ich Ihnen ja gerade gesagt. Also das hat Herr Schuster gemeint. Und das ist seine eigene private, persönliche Meinung. Die kann er haben. Ich widerspreche Ihnen ganz deutlich. Ich habe Ihnen gerade die Gründe gesagt. Für uns ist es wichtig, gerade als Volkspartei, dass wir hier Mehrheiten generieren können, dass wir Deutschland im wirtschaftlichen Bereich, im innenpolitischen, vor allen Dingen in der inneren Sicherheit. Und was wir erleben, ist ja nicht bloß Gewalt gegen Juden, sondern gegen Frauen, gegen Mädchen, die sich mittlerweile nicht mehr sicher auf der Straße fühlen können. Also wir müssen unbedingt was für die innere Sicherheit machen. Wir brauchen sichere Grenzen, damit keine Islamisten einwandern, keine Gewalttäter. Ich denke, das schützt jüdisches Leben in Deutschland und auch im Übrigen auch unsere deutschen Staatsbürger in unserem Land. Gebe ich einem Krupalla absolut recht, aber ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass die Behauptung, dass ein Maximilian Krah die SS verharmlost hat, einfach nur eine schamlose Lüge und Falschbehauptung, eine Diffamierung ist. Krupalla, Sie haben auf dem Parteitag in Essen mehr Stimmen geholt bei der Wiederwahl zum Parteivorsitz als Alice Weidel. Was kann Alice Weidel trotzdem besser, dass sie jetzt Kanzlerkandidatin werden soll? Nun, wir haben das habe ich ja auch schon mehrmals gesagt, intensiv auch zusammen besprochen, wer Kanzlerkandidat oder Kandidatin wird. Sie wissen selbst, das Grundgesetz besagt, es kann nur einen Kanzler geben. Ansonsten hätten wir auch zwei Kanzlerkandidaten. Und da haben wir uns natürlich auch so entschieden, dass sie das machen wird für unsere Partei. Ich werde sie dabei natürlich unterstützen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir auch geschlossen, so wie wir es in den letzten Jahren auch in diesem Doppelteam gemacht haben, auch wieder antreten werden, beziehungsweise auch weiter unsere Politik verfolgen werden. Und deswegen werden wir auch mit der Kanzlerkandidatin Alice Weidel, die eine sehr gute Funktion da führen wird, einen guten Bundestagswahlkampf machen. Ja, diese Frage der Moderatorin zielte natürlich nur darauf ab, dass man hier versucht, eine Spaltung in der AfD zu initiieren, zu provozieren. Äußerst brillant, wie ein Krupalla hier gar nicht auf ihre Frage eingeht, beziehungsweise ihr entsprechendes Ziel sehr, sehr gut abwehrt. Sie machen einen Bundestagswahlkampf, Sie haben einen Regierungsanspruch, aber niemand will mit Ihnen regieren. Und wenn man darauf schaut, Sie sagen, 2025 kann Alice Weidel die Kanzlerkandidatur machen. Das ist dann so eine Art Zwischenschritt. Das ist ja auch ein Ansatz in Ihrer Partei. Warten Sie auf 2029, damit Sie zum Zug kommen? Wissen Sie, wir haben jetzt 2024, wir haben immense Probleme in diesem Land. Wir haben ein riesiges Problem, was die Wirtschaftsleistung angeht, eine Deindustrialisierung. Wir müssen jetzt den Politikwechsel einläuten und das werden wir mit der Kanzlerkandidatin Alice Weidel tun. Wir sind natürlich auch frohen Mutes, dass wir das beste Ergebnis unserer Parteiengeschichte auch bei der nächsten Bundestagswahl im Februar einfahren werden und wollen. Das ist ganz klar und am Ende entscheidet das der Souverän. Das Volk entscheidet, wer hier Kanzler wird und da animiere ich alle Menschen auch zur Wahl zu gehen. Und man sieht es hier in den östlichen Bundesländern, dass es ohne die AfD kaum noch Mehrheiten gibt. Und das wollen wir auch auf Bundesebene erreichen, damit sich hier politisch, innenpolitisch, wirtschaftspolitisch, außenpolitisch endlich was ändert. Vermutlich wird es die CDU noch einmal schaffen, die Brandmauer aufrechtzuerhalten, dann aber die nächsten 4 Jahre sehen, dass das ein riesiger Fehler war. Und dann 2029, glaube ich, wird es spätestens so sein, dass die Brandmauer fällt. Sie möchten ja mehr konservativ-bürgerliche Wähler ansprechen und Sie zielen da mit der Wahlkampagne ganz genau drauf. Und nun hat am Volkstrauertag die AfD in Leuna in Sachsen-Anhalt einen Kranz niedergelegt mit der Aufschrift, das können wir uns angucken, für Führer, Volk und Vaterland. Für Führer, Volk und Vaterland, das ist eine Formel ganz klar aus der NS-Zeit. Welche konservativ-bürgerlichen Wähler wollen Sie damit überzeugen?
Also als allererstes muss ich Ihnen da widersprechen. Also alles, was ich weiß, dass diesen Kranz nicht die AfD niedergelegt hat, sondern einzelne Personen. Ganz klar muss man sich natürlich von diesen Ihre Partei von hat diesen sich Ding allerdings auch dazu eingelassen, hat von einem Missverständnis gesprochen. Nö, wissen Sie, dann deswegen mache ich das jetzt gern nochmal für Sie. Dass der Kranz auch mit Ihrer Partei zu tun hat. Ja, also nochmal, davon muss man sich und werde ich mich auch hier in aller Form distanzieren. Das ist keine Frage, dass sowas natürlich nicht geht. Aber nochmal, wir reden jetzt auch über bundespolitische Themen und Probleme, auch in im Bundestagswahlkampf, dass das auch in der Partei natürlich aufgearbeitet wird, steht außer Frage. Es kommt immer wieder vor, dass solche Dinge passieren und das führt dazu, dass der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, an diesem Wochenende ein Interview gegeben hat, der Welt am Sonntag. Und dort hat er darüber gesprochen, was es bedeuten würde, wäre die AfD an einer Bundesregierung beteiligt. Gäbe es diese, dann würde ich mich fragen, ob jüdisches Leben in Deutschland noch möglich wäre. An dieser Stelle berufe ich mich auf einen Herrn Broder. Der Zentralrat der Juden ist nicht stellvertretend für alle Juden in Deutschland. Und wer tatsächlich glaubt, dass die AfD eine Bedrohung für Juden darstellen würde, der aus meiner Sicht ignoriert die wirkliche Gefahr von jüdischem Leben in Deutschland. Und das ist die zunehmende Islamisierung, der Zuzug, die Migration aus MENAPT-Staaten und aus Staaten mit arabischem Hintergrund oder Kulturraum. Und in der AfD selber gibt es ja sogar eine Vereinigung für Juden. Also frage ich mich, wie denn insgesamt hier man zu dem Entschluss oder zu der These kommt, dass die AfD jüdisches Leben gefährden würde. Halte ich komplett für absurd. Das sagt Josef Schuster. Was könnte Herr Schuster damit meinen, Herr Krupalla? Dann müssen Sie Herrn Schuster fragen. Ich kann Ihnen sagen, dass wir gerade, was auch Migrantenkriminalität in Deutschland angeht, was wir auf den Straßen erleben, dass sich gerade unter einer AfD geführten Regierung... Er spricht über Antisemitismus, ja, das ist in dem Zitat das vorher, kann ich gerne, geht er auf Antisemiten ein. Ja, aber der Antisemitismus, den wir ja aktuell auf den deutschen Straßen erleben, der in Deutschland hier erlebbar ist, für viele Juden in Deutschland, der ist natürlich gerade durch die Einwanderung geschehen, aber seit 2015. Aber warum ich meine, gibt deswegen Herr Schuster so ein Interview und sagt er so etwas? Ja, nochmal, also das sind, müssen Sie Herrn Schuster fragen. Wir haben viele Juden, die uns wählen. Wir haben jüdische Wähler in unserer Partei. Nochmal, wir machen Politik für alle. Wir sind eine Volkspartei und deshalb kann ich da nur widersprechen. Hier muss sich niemand in irgendeiner Weise, muss davor Angst haben, wenn die AfD in irgendeiner Weise an der Regierung beteiligt ist, dass dann diese Personen in Deutschland in irgendeiner Form was zu befürchten haben. Im Gegenteil. Gleich geht es mit dem Video weiter, doch ich möchte an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen an alle Kanalmitglieder, welche meine unabhängige journalistische Tätigkeit hier mit einer Anti-GEZ-Gebühr unterstützen. Und ein ganz besonderer Dank geht heraus an Trinkwasserverleih, welcher ja eine Anti-GEZ-Super-Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, sowie einem Detlef Horn, welcher sogar Ehrenmitglied von diesem Kanal geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür.